Beyond Two Souls, da war ja die Werbekampagne drücke X für Blockbuster und ich hätte eine Werbekampagne passend für dieses Spiel. Hammer Viereck für Spielspaß. Willkommen auf meinem Kanal Be a Dude, ich bin's, euer Be a Dude. Und heute checken wir eine weitere Runde von dem feinen kleinen Spiel Strider aus. Wir gucken, wo es uns hin verschlägt. Und ich laber mal diesmal nicht so viel und wir starten direkt ins Spiel. So, Aufnahme läuft. Los geht's. Ich darf nicht vergessen, hier kurz zu speichern. Und ich glaube, wir müssen ja genau hier wieder weiter nach rechts. Und hier war, glaube ich, ein Feindenschild, genau. So, die nehmen wir auch noch mit. Und ich kletter auch kurz. Ey, das ist doch unfassbar. Falls ihr dieses Spiel gespielt habt oder spielt, seid ihr auch so häufig in diese Elektrozäune reingesprungen? Oder stelle ich mich bloß wirklich so bescheuert an? Ah, hier, dem bin ich gut ausgewichen. Oh, und die haben Lenkraketen. Wir müssen dort rüber. Oh. Lalalala. Kran, okay, da sind wir hergekommen. Alles klärchen. Ich will erstmal hier runter. Und schön alle Schüsse wieder einsammeln. Bums. So, die nehmen wir auch noch mit. Geil. Ja, könnt ihr euch noch an das Spiel, wie hieß es? Ich wollte schon Destiny sagen. Beyond Two Souls. Da war ja die Werbekampagne. Drücke X für Blockbuster. Und ich hätte eine Werbekampagne passend für dieses Spiel. Hammer Viereck für Spielspaß. Hämmern, hämmern, immer schön hämmern. So, haben wir das. Mit ein paar coole Sprungpassagen hier. Da unten gibt es ein Upgrade. Gucken trotzdem erstmal, was uns hier oben Schönes erwartet. Check mal kurz die Zeit. Ja, wir sind noch kurz am Anfang, aber ich muss natürlich auch so ein bisschen hier den Überblick behalten. Haben wir hier schon? Ja doch. Laufen wir nochmal dorthin, wo wir schon fünfmal hingelatscht sind. Und bam! Hier. Maximale Energie erhöht. Setze ich auch viel zu wenig ein, aber irgendwie empfinde ich das auch als ziemlich sinnlos. Ist ja vorhin in dem Bosskampf gesehen oder in dem letzten Part beim, oder vorletzten, weiß schon gar nicht mehr, wann das war, bei dem Bosskampf gesehen. So wirklich viel Energie haben die nicht verloren. So. Mal hier noch lang. Ist da lang? Nö. Nö, dann nicht. Gibt's auch nicht. Dann klettern wir ein wenig. Ich sag dazu nichts mehr. Das ist unglaublich. So. Gut, hier müssen wir anscheinend doch hier diese Kletterpassage mitnehmen. So. Ja, aber mit dem Doppelsprung ist das schon deutlich geschmeidiger hier. Oh! Schubst mich doch nicht so rum! Wuhu! Und hier gab es, glaube ich, nichts weiter. Hier war ich doch schon und hier war dieses Elektro-Ding. Da kommen wir wahrscheinlich dann später, denke ich mal, mit einem Power-Up noch hin. Kommen wir hier runter? Nee. Aber hier kann man vielleicht lang schlittern. Oder erstmal schön wieder alle Gegner mitnehmen. Und Batz! Ja.
So. Schön Energie. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns hier bald ein größerer Gegner gegenübersteht. Zack. Unten gab es, glaube ich, nicht weiter. Genau, hier waren wieder diese Elektrodinger. Und ich wurde mal nicht magisch angezogen. Nur ganz knapp. So, und dann sind wir am Ziel. Ja, ist glaube ich eigentlich auch Blödsinn, dass ich die versuche alle zu bekommen. Aber ich check mal kurz aus, ob mir das hier prozentual was bringt. Sammelspiel abgeschlossen. Gesammelte Gegenstände 28%. Gucken, ob sich das jetzt verändert hat. Tatsächlich. Und die auch. Gut, nochmal. Nee. Das wäre ja auch noch was, wenn man die auch noch kriegen müsste. Aber vielleicht sind die prozentuale Anteile da so minimal, dass es sich nicht direkt auf die Gesamtfortschrittsanzeige irgendwas auswirkt. So, ein Safe Spot. Sehr gut. Powertechnisch zocken wir natürlich noch weiter. Haben wir gerade erst angefangen. Ich bin echt der König in der Infallenlatschen. Ein Wunder, dass ich es geschafft habe, Dark Souls durchzuspielen. Aber da stelle ich mich mindestens genauso bescheuert an. Ja, das war jetzt ein Test. Hätte ja sein können, dass es dort lang geht. So. Ich guck nochmal kurz hier. Aber die Elektrizität dort oben, seht ihr ja, verändert sich nicht. Dann gehen wir weiter hier lang. Trotzdem mal checken, ob es hier was gibt. Nein. Gut, dann klettern wir ein wenig weiter nach oben. La la la. Ja, jetzt wieder was. Ein wenig für unseren Fortschritt. Und ich sehe es, hier erwartet uns gleich ein großer Endgegner. Oder ein Haufen Geschütze. Auch verdammt. So. Ja, ich habe natürlich gecheckt, dass es hier oben lang geht. Wo ich wahrscheinlich wieder eine weitere Strombarriere einsammeln werde. So, ich glaube, die Kleinen wirken sich nicht aus. Ach, eine Konzeptgrafik. Und Strombarriere umgangen, wie ein richtiger Profi. Zeit, was sagt die? Alles noch drinne. Wird man natürlich auch in den 5-6 Minuten noch einen Boss besiegen. Und was habe ich gesagt? Da haben wir den Ognemet. Sehr innovative Namen hier in diesem Spiel. Oh! Oh! Okay, das ist eine Weiterführung von dem gelben Typen. Der macht genau das gleiche, hält wahrscheinlich nur noch mehr aus. Und wirft... Yeah! Mit Granaten, wenn ich mich zu weit von ihm entferne. Oder auch nicht. Wir machen jetzt mal das. Schinken! Also ich finde das Power-Up nicht so geil. Ey, Alter. Und besiegt. Auch wenn es jetzt nicht so ruhmreich war. Besiegt ist besiegt. Zack. Ach, ich will das haben. Ich habe Energie verloren. Andererseits sehe ich natürlich jetzt, wo ich es geholt habe, dass wir jetzt in einem Safe-Raum sind, wo wir sowieso neue Energie kriegen. Super. La 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 la. Oh. Eine Ladezeit. Ein neuer Abschnitt. Die Grenzmauer. Bin mal echt gespannt, wie sich das dann hier am Ende gestaltet, weil so wirklich in die anderen Abschnitte kann ich zwar wieder zurück,
aber halt auch zu den Anfangsdingern müsste ich ja auch wieder fliegen. Kann man dann bestimmt am Ende machen. Oder es gibt dann halt wirklich sowas wie New Game Plus, wo man dann mit allen Upgrades weiterzocken kann. Das kann natürlich auch sein. Aber ich würde es cooler finden, wenn man innerhalb des ersten Spieldurchganges die restlichen Geheimwege noch erkunden könnte. Weil nochmal, ganz ehrlich, habe ich irgendwie schon jetzt keinen Bock mehr, das nochmal alles zu zocken. Kann er nicht hoch? Das ist aber schwach, mein kleiner Strider. Gut. Nee, da war ja schon ein Secret. Oh. Oh, stop. Been in communication with the Grand Master. He wishes to engage your services. He should have come to me first. Prices have gone up. You get the man and you will have your price. Send the contract. Done. Your target is in the military rig. Durchbrich den militärischen Ring. Oh, und jetzt gibt's ja neue Gegner. Boah, die haben's richtig drauf. Na? Wenn man einmal so einen Flow drin hat, dann läuft das auch in dem Spiel. Sehr cool. Ja, aber neue Gegner sind das auch nicht wirklich. Ich glaube, 1, 2, 3, 4. Okay, man muss jetzt statt 2 Schlägen 4 Schläge machen. Sonst sind die auch noch absolut identisch mit den alten Pappkameraden. So, den holen wir uns noch. Zack. Ah, alles klar. So. Das haben wir. Geht's hier unten rein? Nö. Sagt die Zeit. Alles noch gut. Ein paar Minuten haben wir noch. Yeah. Und eine neue Feindinfo. Yeah. Wow. Jetzt krieg ich schon wieder ordentlich aufs Mett hier. Ah, cool. Wusste ich noch gar nicht, dass man hier sich so unten dranhängen kann, wenn man über der Plattform ist. Das macht natürlich einiges umso einfacher. Sehr cool. Zack. So. Das dort oben darf man nicht vergessen. Oh. Nein, ich will das Item noch. Geh nicht rein. Geh nicht rein. Geh nicht rein. Geh nicht rein. Jawohl. Guter Mann. Was war denn das? Digga. Ich will da oben das Ding haben. Ey, komm schon. Ey, ich dachte, ich hätte das Spiel verarscht. Aber ich habe eine Idee. Ich werde einfach so lange das probieren, bis ich tot bin. Das ist genau der... Ey, Mann. Ich hatte es doch gerade schon fast. Ey, komm schon. Ich glaube, ich muss da versuchen zu hüpfen. Oder das ist halt extra noch nicht dafür ausgelegt, dass man das kriegt. Jetzt komme ich nicht mal mehr hier dran. Ey, Alter. Sag mal. Ich habe aber auch einen ekelhaften Ehrgeiz bei sowas. Ich habe eine Idee. Okay, ich glaube, das ist nicht gedacht, dass man das... Aber irgendwie ist das für mich verdächtig. Nee, gut, wir lassen's. Da geht's noch nicht weiter. Oh. Komm, mein Vögelchen.
Du kleine Ho! Erklimme die Grenzmauern. Haben wir geschafft. Oder müssen wir das jetzt machen? Keine Ahnung. Ich weiß nur so viel. An diesem Punkt ist dieser Part abgeschlossen. Natürlich noch speichern, so. Den altbekannten Pauseknopf. Natürlich noch das Video kurz zwischenspeichern. So. Und dann beenden wir jetzt dieses Rühmchen Strider hier mit einer kleinen Abmoderation. Wie immer natürlich. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn ihr mögt, ich hoffe natürlich, dass ihr mögt, denn das Spielchen ist auf jeden Fall ein ganz nettes Stück Software, sag ich mal. Ja, ihr dürft nicht vergessen, hier drüben zu klicken. Hier gibt es den vorhergehenden Teil von diesem schönen Spielchen Strider. Und auf dieser Seite kommt ihr zu einem Part von der Destiny Beta. Falls ihr es nicht spielen könnt, guckt es euch unbedingt an. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Werde ich mir definitiv im September zulegen. Mal gucken, ob ich dann auch noch mal ein bisschen dazu Let's Playen werde. Je nachdem, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Sonst finde ich sicherlich auch noch ein, zwei andere Spiele. Ja, und dann werden wir das hier beenden. Vergesst nicht zu abonnieren, zu teilen, was auch immer. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Zum 150. Mal sage ich das, glaube ich, jetzt. Aber gut, dreifach hält halt besser. Bis dahin, euer BeAdude, machet gut. Fly away, travel away.